Hier wollte ich hin. Danke für deinen Besuch. Wir sehen uns bald wieder. Wir würden uns freuen. So, und dann können wir eigentlich mal die Stoppuhr ausprobieren. So, wie machen wir das jetzt? Uhr starten. Auf 5 Minuten. Wie viele Fische fange ich in 5 Minuten? Machen wir einfach mal. Kann man einfach mal machen, komm. Wie viele Leute kann ich nerven in 5 Minuten? Jawohl, ich bin der stärkste Catch. Ich muss kurz Nase kratzen, Entschuldigung. Der stärkste eines Lohn, die down. Exzellent. Und du bist auch eine Experte darin, Befehle einfach hin zu befolgen, Alter, okay? Na klar, ich bin eine gehorsame Maschine. Ein starker Kraftprotz, der wie ein Roboter Befehle befolgt. Perfekt. Ich habe ein Haus voller Möbel zum Umräumen für dich. Und wo du schon dabei bist, Kraftbotter, kannst du auch gleich das ganze Haus woanders einstellen. Ich habe ein Auge auf dieses Grundstück am Strand geworfen. Alter, könnte eigentlich nicht machen, ne? So, ich würde die Zeit sogar nochmal neu starten, einfach weil das war, wir machen nochmal. Anhalten. So, Uhr starten. Nochmal 5. Und los. So. Fischi, Fischi, wie sieht's aus? Ist ganz gut, dass ich die Vorspultaste nicht mehr habe. Zuhören. Oh ja, der Zuhörer holt sich den Barsch. Der kneift mir noch einer in die Bäckchen. Ich hoffe, die im Gesicht. So. Anspielungen auf Serien gehen immer. Und Fische gehen auch immer. Und zwar in mein Netz. Oder an meine Angel, eher gesagt. Jetzt müssen nur noch welche auftauchen. Was paradox ist, weil wenn Fische auftauchen können, naja. Wird es. Also die können nur unter Wasser. Mit Kiemen und. Das. Ist auch nicht so wichtig. Wir fangen einfach weiter. Fische. Übrigens rechts unten jetzt zu sehen auf der Anzeige 1 und jetzt ist es eine 2. Ich habe einen Kraken gefangen. Hilft er mir? Naja. Ist auch ein Fisch. Ich meine, es zählt, aber. Dass das nicht bombastisch war, wissen wir, glaube ich. Alle. Hey Rudolfo. Rudolfo Cardoso. Okay, ja, da war Unkraut. Will ich, ja, komm, ich kümmere mich kurz ums Unkraut. Bisschen Stadtpflege muss auch sein. Und das Adlerauge späht weiter. Späht weiter. Da. Und sogar noch eine Muschel dazu. Okay. Fischi, Fischi. Er sieht es. Er ist da. Der ist ziemlich klein. Was ist denn das? Kann es nicht. Ja, es war zu langsam. Also das hätte ich nicht zuordnen können, was das sein soll. Ein Rotfeuerfisch? Also Jungs, ich bin nicht sicher. Ich bin echt nicht sicher. Was das jetzt gewesen sein sollte. War das eine Biene? Ja, wahrscheinlich. Da oben ist was vergraben. Vielleicht war es auch irgendwas anderes und ich habe es einfach trotzdem verjagt. Weil Bienen werden ja nicht dadurch verjagt, dass ich durch die Blumen laufe. Das ist denen ja scheißegal. Also den Honigbienen zumindest. Keine Ahnung, was ich da geglitscht habe. War knapp, aber hat gereicht für einen Sonnenbarsch. Okay. Okay, focus. On the hole in the ground. Aber erstmal dieser Fisch hier. Perfekt ausgeworfen. Und er dreht sich genau in diesem Moment um. So. Zack. Zack. Das müsste noch ein Barsch sein. Jawohl. 4 ist eigentlich eine gar nicht so schlechte Bilanz. Also, nein, es gab Besseres, aber. Kann man erstmal so machen. Fossil. Okay. Welchen Fischsee kann ich hier wieder auf die Angel umrüsten? Dazu muss aber erstmal ein Fisch auftauchen. Da. Oh, oh, ob ich da rankomme, das ist jetzt die andere Frage. Weil der ist ziemlich weit mittig. Den zu kriegen wird schwer. Ich weiß, ja, da ist was vergraben. Ich weiß außerdem nicht, wo der genau ist.
Da. Da ist auch, da ist sogar was Interessantes vergraben. Unglaublich. So. Abwarten. Abwarten. Ah, zu nervös gewesen. Zu nervös gewesen. Passiert. Genau, grab genau da ein Loch, wie wär's? Idiot. Noch ein Fossil. Und für einen Fisch könnte es tatsächlich noch reichen. Dann machen wir noch die 5 voll in 5 Minuten. Das ist eigentlich eine gute Quote. Hör ich da ein Geschenk? Nein. Ich dachte, es hätte sich so angehört, kurz. Und zurück ans Meer. Der alte Loni und das Meer. Der Angler und das Meer. Oh, schon wieder. Ein relativ kleiner. Kann ich wieder nicht wirklich zuordnen. Aber schon lange keinen Seebarsch mehr gehabt. Das ist eigentlich unglaublich. 8, 7. Nein, 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 nein. Fuck, fuck, fuck. Es reicht nicht. Nein, es reicht nicht. Schade. 4 Fische. Gut gemacht, aber leider nicht für Nummer 5 gereicht. Schlecht gezielt und dann zahlt man eben als Mannschaft den Preis. Aber der FC Fisch gewinnt 4-0 gegen den VfB in 6. Was? So, jetzt kommt er nochmal. Zack. Boah, fast schon wieder falsch gedrückt gerade. Ernsthaft, was läuft? Und das ist noch ein Seebarsch zum Abschluss, um meine Taschen voll zu machen. Es sei denn, meine Taschen sind schon voll, das wäre voll schade. Oh, Seebarsch, die Line kommt schon. Ich will dich doch nur fangen und zum Geld machen. So 100 tollen Sternis. Geschenk, 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 Geschenk. Seebarsch, du musst warten. Es gibt Wichtiges zu erledigen. So, ein bisschen nach links, wenn ich treffen will. Hier ist gut, okay. In Ruhe die Schleuder ausrüsten, abwarten. Und zuschnappen. Bisschen vorbei, okay, okay. Macht nichts, macht nichts. Ich habe hier genug Versuche, das war zu weit. Okay, jetzt schieße ich überhastet. Können wir nicht brauchen. Der trifft. Oh, der trifft nicht. Ja, was ist denn los? Dankeschön. War es denn so schwer? So, und da... natürlich ist es genau voll mein Inventar. Ein Sekretär. Ja, okay. Kann man machen, wenn man möchte. So, nachdem auch, glaube ich, alles ausgegraben ist, was ich ausgraben kann... Machen wir kurz eine Museumstour. Und natürlich gibt es wie immer den Schnipser und danach gehen wir mal kurz zu Kofi und... Ja, holen uns unseren täglichen Kaffee ab. Aber erstmal Schnipsi die Schnips, Zeug abgeben. Bis gleich. Arbeit erledigt. Jetzt geht's ans Vergnügen. Ach nee. Ach nee. Hey, dieses Mal privat, allein. Lass Fred in Frieden. Fred will in Ruhe trinken. Das ist ja nicht wahr, wie man hier alles trifft. Eine Tasse Java für 200 Sternis. Sieht's aus, garantiert der Beste in der ganzen Stadt. Das hatten wir letztes Mal schon. Aber egal. Danke nochmal. Der einzige Kaffee, den ich mir ausschenke, ist meine hausgemachte Mischung. Ach, Fred, ach, Fred, ach, Fred. Wie bei den Namensvettern. Ich meine, du verkaufst Versicherungen und ich verkauf schlechte Videos. Ist doch eigentlich das Gleiche. Fast, okay. Let's drink. Säure, Bitterkeit und Fülle. In Harmonie perfekt ausgewogen. Perfektion. Perfektion. Danke. Ich nehme mir Zeit. Ganz ruhig, nicht hetzen. Dann nehme ich mir Zeit. Rezession, bring mich um. Dich? Ja, natürlich. Zack, Fred weiß Bescheid. Zack. Fred braucht einen Plan. Reich, schnell, werden. Ich, klar, natürlich. Rezession bringen wir, ja. Okay. Achso, Leute wollen helfen, dich unterstützen? Quatsch, nicht glauben. Zack. Geh davon aus, dass alle dich ruinieren wollen. Denn bestimmt wollen sie das.
Ah, es gibt Insider-Tipps vom Otter. Wenn das nicht mal der Otter war. Weil Otter war es. Naja, egal. War schön und übrigens, ja, ein Fossil hat man schon. Heißt, ein Fossil können wir jetzt für dick Geld rausschmeißen. Beziehungsweise verkaufen natürlich, weil das Wort. Und ja, sollte ich das tun? Ich baue mein Inventar, sollte mal wieder geleert werden. Hm, ja, Zeit ist. Also es werden wieder zwei Folgen im Kasten, wenn ich noch ein bisschen mache. Jo, und das reicht. Die Endmelodie hat sich so eingeprägt, obwohl ich die jetzt schon rausgenommen habe. Ist mies, muss ich immer mitsingen, denken, mit irgendwas. Sonnenbarsch, Sekretär will ich nicht, Kalmar, linker Petra-Flügel. Der natürlich nicht so heißt, aber... Könnte man so lesen. 6800, wow. Ja, leck mir eine Arme, Junge. Das ist dick. Ich beerdige dich sicher bald wieder. Victor Mongo! 13 Uhr. Ja, ich hab's verstanden, danke. So. Natürlich willst du was von mir. Was geht ab, T.Loni? Hör mal, hast du letztens bei mir was? Hast du da etwas vergessen? Ich war noch nie bei dir. Ja, vielleicht. Ja, wie ich dachte. Wie bitte, dein Ölfass. Selbst wenn es nicht dir gehört, erwarte ich, dass du es nimmst. Natürlich. Ich nehme alles, was du willst, Schnucki. Bam, bam. Ich nehme alles, was du willst. Und was willst du denn von mir, Cornelia? Hey, Timoklon, ich möchte dir diesen Brief zeigen, wenn du einen Moment Zeit hast. Super. An Cornelia, manches muss einfach hohl sein. Macaroni und Donut zum Beispiel, aber nicht Köpfe. Lerne was. Der reisende Konditor. Alter. Ich habe noch nie diese abgefuckten Briefe verstanden, aber egal. Ich finde ihn ehrlich gesagt ein wenig seltsam. Aber das soll nicht heißen, dass ich ihn nicht begriffen hätte, Zuba. Aber ich möchte wissen, was du denkst, Timoklon. Du musst es mir sagen. Ich darf es aber nicht sagen und deswegen lasse ich es auch. Arsch, wieder Unkraut. Aha. Die Musik haut natürlich rein. So, wenn wir nicht zufällig noch einen Fisch sehen, so einen richtig dicken, weil noch eine Kokosnuss angespült wurde, dann haben wir heute ganz gute Arbeit geleistet. Das ist eine Biene. Ich frage mich echt, was ich da vorhin von der Blume verjagt habe. Also, es ist mir ein Rätsel. Ja, da war ein Fisch, aber der sah nicht interessant aus. Da ist schon wieder so ein kleines Ding. Wahrscheinlich ist es wirklich ein Rotfeuerfisch. Ich habe leider nur nicht mehr ganz im Kopf, wie groß die sind, deswegen. Probieren wir es einfach aus. Nee, das wird nicht reichen. So vielleicht. Auch nicht. So geht er nicht ins Wasser. Jetzt. Yes. Wow. Viel zu schnell. Reaktionszeit 0. Kommst nicht ran, steckst nicht drin. Schade. Ach, ärgerlich. Na gut, dieses Ding will ich auch nicht, weil das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein scheiß Kraken. Insekten sehen wir ja auch nicht mehr. Großartig. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich könnte die Folge nennen, bei Kofi sind alle gleich oder so. Weil Fred ist ja eigentlich wirklich der, also einer der nervigsten Charaktere hier. Und da ist er einfach so, ja. Weißt du, da ist er einfach mal ehrlich. Oder Kofis Kaffee macht alle gleich. Irgend sowas. Kann man als Folgentitel nehmen. Wieder eine Honigbiene. Was ist denn los? Wenn sie mehr wert wäre, würde ich sie auch schnappen. Ich meine, gut, Kleinvieh macht auch Mist, aber ich will nicht Mist, ich will Sternis haben. So. Wer wohnt denn hier? Ach, du bist das Giesbert. Du scheinst Smaragd-Sachen zu sammeln. Willst du meinen Smaragd-Dingens da? Den ich hab. Willkommen im Haus des Stahlhartwaschbrettbauchs T.Loni. Gefällt dir am Mango? Schau dich ruhig um, aber in den Schränken ist nichts, was dir gefallen wird. Hahaha, genug davon. Wo wolltest du mehr? Ja.
Also, du weißt ja, dass dein Haus groß genug für 4 Leute ist. Mit 4 Leuten im Team könntest du Tauziehen üben. Ich bin neidisch. Aber wenn du wieder Einzelkämpfer sein willst, geh einfach zum Bürgerbüro im Rathaus und zieh aus der Stadt aus. Huch, warte, nein. Wir haben uns doch eben erst kennengelernt. Du brauchst besser nicht ab. Also man könnte in eine Stadt 4 eigene Charaktere einschleusen, wenn man wollte, aber ja, habe ich jetzt nicht so das Bedürfnis vor allem. Weil man selbst, wenn das Geld abbezahlt ist, bei Tom Nook immer wieder dieses Arbeitsding machen muss am Anfang. Und ich hab da noch nie Bock drauf gehabt, ernsthaft. Und ich muss mir es ja nicht freiwillig antun. Deswegen ist das hier gestrichen. Und ich werde es lassen. Für immer und ewig lassen. Warte, das ist... Ne, es wird eine Languste sein, okay. Das Einzige, was im Teich ist, ist Frosch-Languste. So. Also nichts von größerem Interesse. Was habe ich so noch im Inventar? Irgendwas. Stoppuhr könnte ich ablegen. Ölfass könnte ich auch... Kann ich auch nächstes Mal verkaufen. Schon wieder eine Honigbiene. Was ist denn los heute? Ist ja unglaublich. Und übrigens... Bam, bam. Bam, 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 bam. Es ist der T. Loni, der mal aufräumen sollte. Macht aber nicht, denn jetzt heißt es setzt du dich aufs Sofa? Danke. Aufs Sofa setzen. Ich kann auch ranzoomen, ne? Ich kann ja in meinem Haus die Kameraperspektive umstellen. Und jetzt ist der ideale Zeitpunkt zum Speichern. Okay, ich kann nicht speichern, während ich sitze. Wieder was gelernt? Dann machen wir es halt so. Beenden bitte. Bitte, mein Freund. So, dann haben wir die Folge für heute und morgen. Also für gestern und heute. Es ist verwirrend. Also jetzt ist 13.06 Uhr und heute Abend brauche ich eine Folge, deswegen kann ich nicht so lange aufnehmen. Mein Telefon klingelt unglaublich. Mach schnell Schluss, T. Loni. Bis zum nächsten Mal. Haut raus und ciao.